Sonja, und nachdem ich die letzte Folge höchst erfolgreich an meine Basis angebaut habe, mit besagtem wunderhübschen Mehrzweckraum, in dem man hier unten wohl sogar reinschwimmen kann mit seiner Schnieke. Ich hatte erstmal das Problem, dass meine Basis überflutet war. Falls euch das freut. Deswegen habe ich jetzt überall diese Verstärkungen dran gebaut. Hat ewig gedauert, by the way. Wenn man dann noch die ganzen Lecks reparieren musste. Aber jetzt habe ich hier, wie gesagt, überall Verstärkung. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Vor allem, weil das wirklich cool ist. Weil, guck mal, du bist hier direkt oben, ja? Und dann bist du direkt... Bam! Bam! Guck mal, wie schick! Guck mal, wie fancy! Guck mal, hier kann man direkt auf die Upgrades zugreifen. Das ist super praktisch. Habe ich schon gesagt, dass das super praktisch ist? Wir fahren jetzt zur Insel. Unser Inventar ist... fast leer. Okay, wir lernen doch schnell unser Inventar. Boop. Ich war übrigens, dass ich das mit der Leiter rausgefunden habe, ewig gedauert. Ewig gedauert. So. Wir nehmen mit auf die Insel ein Wasser, ein Block. Wahrscheinlich brauchen wir das nicht, weil es auf der anderen Insel ja diese coolen Bäume gab. Achso, ich habe mir Kabelsätze schon mal gecraftet. Damit ich, was war das? Ich glaube, der achso, genau. Richtig. Ich erinnere mich. Ich war gerade so, Ronja, ja, ich habe mir Kabelsitze gecraftet, aber warum hast du das getan? Genau, hier, Energiezelle-Ladestation und Batterie-Ladestation. Okay, hier, bam, das machen wir schon mal, oder? Ich lege das, ich sag, das machen wir hier vor die Basis, einfach weil das ja Energiezellen braucht. So. Das heißt, wir bauen jetzt die Energiezellen-Ladestation hier hin, okay? Hier hin. Bam. Da fehlt mir Rubin. Mann, ich bin so ein Depp. Aber ich habe alles, was man braucht, dafür da. Okay? Ich hab's da, theoretisch. Es ist dort. Wir müssen es nur noch nehmen. Wir haben das da. Wir müssen checken, was wir brauchen. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Achso, das für den Zyklop später. Kupferdraht machte man aus zwei Kupferfreizeichen? Wie es scheint, ja. Okay, das heißt, wir haben Kupferdraht, ja? Wir brauchen nur noch Titan. Nur noch Titan. Hier ist kein Titan, aber hier sind Rubine. Rubine sind auch schon mal wichtig. Titan. Hier ist kein Titan. Hier ist kein Titan. Wir haben kein Titan mehr, Boys. Hier ist kein Titan. Wir haben kein Titan mehr. No! Okay. Wir müssen kurz Titan finden. Ah, das gibt's doch nicht. Ich habe das Gefühl, Titan hat man immer in Überfluss gehabt. Und jetzt haben wir einfach kein Titan mehr. Oh, das ist Titan. Oh, das ist Titan. Gib mir das. Gib mir. Tschup. Oh, Doppel-Titan. Let's go. Wir könnten mit dem Seegleiter schwimmen. Für die letzten 2 Meter. Das hat sich gelohnt. Jetzt. Give me that. Jetzt haben wir auch Titan. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Schaut euch das an. Jetzt können wir auch bauen, was wir wollen. Hier sind Fischlis bei uns in der Basis. Auch immer schön. So. Nimm das. Zack. Energiezellen, Ladestation. Kann ich dann Energiezelle direkt reinpacken? Noch nö, ich habe keine. Schade. Aber theoretisch könnte ich, ja? Also ich könnte... Kann ich die jetzt hier nehmen? Gib mir die Energiezelle. Ich habe sie. Ladestand 100. Dann nehme ich sie nicht, ne? Dann brauche ich sie ja nicht. Wieso ist die auf 100? Ich fahre doch so lange schon mit der Seemotte rum. Das irritiert mich jetzt sehr. Oh, lädt das die auf? Lädt der ja die Apparatur, die... Ja, dann ist das jetzt ein bisschen überflüssig, dass wir das gekauft haben. Ist egal, wir werden es bestimmt noch brauchen. Irgendwann. In ferner Zukunft. Ich verlaufe mich jetzt in meiner eigenen Basis übrigens. Schön, ha? Huh? Wir machen hier... Hier neben den nächsten Spind machen wir die Batterieladestation. Die ist natürlich praktisch, weil wir ständig Batterien haben, die leer sind. Ich glaube, das ist tatsächlich mal sinnvoll. Gut, dass wir die geholt haben. Bei Utility... Achso, da haben... Lass uns mal ein bisschen Wasser nehmen. Jup. Und lass uns mal noch... ein Sicherheitsmedikit mitnehmen. Warte mal, sind die Batterien voll? Die sind alle voll, ha? Huh? Naja, aber machst du nichts.
Ich glaube, jetzt haben wir aber alles, oder? Ich lege hier meinen restlichen Müll ab und dann können wir uns auf die Abenteuer machen, auf die wir uns schon lange machen wollten. Richtig? Richtig. Ich esse noch meinen Futterblock. Ich habe nämlich Hunger gehabt. So, Abenteuer mit der Seemotte. Juhu! Oh, warte, kann ich hier von der Seite einsteigen? Oh ja, das kann ich. Oh ja, das kann ich. Schnieke! Und zwar fahren wir jetzt zum Aurora-Treffpunkt am trockenen Land. Seemotte! Aber er schreit auch immer so, als ob sein Leben jetzt vorbei ist, ne? Und dann stimmt das gar nicht. Das finde ich immer sehr problematisch. Das stört mich. So. Ich packe jetzt mein Feldmesser rein. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber hey. Was willst du tun? Was machen wir noch rein? Reparaturwerkzeug. Sieht doch solide aus. Was ist weg? Warum geht das Konstruktionswerkzeug nicht raus? Ich will den Scanner noch. So, das passt doch. Das passt doch. Traumhaft. Okay, wir erkunden jetzt die Insel. Ich kann scheinbar nicht rennen und die Taschenlampe gleichzeitig anschalten, weil das einfach nicht geht. Okay. Krebslies. Wir nehmen einen Haufen Müll mit, habe ich beschlossen. Okay, erstmal kämpfen wir. Ah! Heia! Heia! Okay, genug gekämpft. Wir machen uns auf, gute Dinge zu finden. Wie zum Beispiel, wir scannen. Das können wir nicht scannen. Wir können den Foxelstrauch scannen. Der Foxelstrauch sieht schnieke aus, oder? Rosablättrige Pflanze mit einem kantigen Aussehen wächst an Land. Okay, bringt uns also nüchte. Was ist das hier? Der Knollenbaum. Oh, der Knollenbaum war das Gute. An den erinnere ich mich doch. Oh, das war der Snackbaum. Essbar hoher Wassergehalt. Das war der Valuebaum. Das war der Baum, wo man sagt, oh, da nehme ich mir was. Ich glaube aber, der wurde schnell schlecht, wenn ich da richtig Larvenkorb. Okay. Wenn das jetzt auch einfach nur irgendeine Pflanze ist, dann bin ich enttäuscht. Pflanze, proteinreicher Schlamm. Dies kann ein Hinweis auf einen fleischfressenden Lebenszyklus sein, bei dem Larven und Insekten von den hellen Blütenblättern angezogen werden, ihren Weg ins Zentrum der Pflanze finden. Ah, okay, das ist eine fleischfressende Pflanze. Alles klar. Cool, cool. Wir machen uns auf. Es ist jetzt auch mal Sonnenaufgang. Das ist ja auch schön. Dann sehen wir vielleicht auch mal was. Die sehen schön aus. Der Laternenbaum. Ich will einen Laternenbaum bei mir. Das Schade ist, dass so Sachen... Oh, what? Okay, warte mal. Wir gehen gleich in die Basis. Aber der ist essbar im Notfall. Alles klar. Da schneiden wir uns was ab von. Okay. Okay. Oh, es ist ein... Oh, wir können Sachen anbauen, Leute. Wir können Sachen anbauen. Im Außenbeetkasten. Die kleine Marmormelone. Jetzt wird's verrückt. Die haben Marmormelone. Chinesische Kartoffel. Noch mehr Marmormelone. Wey, was ist das? Stasegewehrfragment. Okay. Wenn's sein soll, ha, dann haben wir ein Stasegewehr. Scheinwerfer. Ja. Nehm ich! Krebsli! Es tut mir leid, ich will mich hier nicht immer erschrecken, aber... Er macht so süße Geräusche, man denkt sich nichts Böses, aber er ist voller Hass und voller Tod. Er lebt noch. Das ist sein Bruder. Wieso kriegen wir Schaden davon, wenn wir auf ihn drauf chargen und ihn hacken? Ich weiß es nicht. Okay, wir waren gerade beschäftigt, den Scheinwerfer zu scannen. Erinnert ihr euch? So. Wir haben jetzt den Bauplan für den Scheinwerfer. Die haben scheinbar auch so eine Basis gehabt wie ich, aber einfach an Land. Aber die sieht schon ein bisschen älter aus. Also da wohnt wahrscheinlich jetzt keiner mehr. Wo geht's denn da rein? Sag mal. Hier. Oh, die haben Schrott. Nice. Immer gut. Ah ne, Schott. Das ist Schott. Scannen wir. Wir scannen das. Der scannt lange.
Baupläne für Shot-in-Shot trennt Segmente voneinander und verstärkt die strukturelle Integrität mit ihrem stabilen Titanrahmen. Es kann geöffnet und geschlossen werden. Oh. Oh, das ist ja nice. Okay, cool. Oh, eine Batterie. Wie nett. Oh, ein PDA. Wie nett. Die Gassi-Sprachaufzeichnung Sturm. Okay, hier war wohl ein Sturm. Wie komme ich denn da rein? Da muss ich auch irgendwie reinkommen, gell? Aber hier komme ich nicht durch. Aber da ist ein Mehrzweckraum. Wieso kann ich den nicht scannen? Jetzt kann ich ihn scannen. Das ist der... Davon habt ihr die ganze Zeit erzählt. So, ey Ronja, du brauchst einen Mehrzweckraum. Ey Ronja, du kannst dir auf der Insel einen Mehrzweckraum scannen. Haben wir den jetzt? Ich habe das Gefühl, er wollte den jetzt nicht scannen, ne? Haben wir auch nicht. Leute! Ich war so kurz davor. Jetzt, ich bewege mich nicht. Ich bewege mich nicht, okay? Er hat eben abgebrochen, ohne dass ich mich bewegt habe. Aber diesmal wird's was. Ich glaube daran. Ja! Yeah. Mehrzweckraum! Hell yeah! Oh, vielleicht können wir oben rein. Lebende Wand! Oh, die sieht cool aus! Die will ich! Oh mein Gott, das ist mein größter Traum. Ausgesetzt. Man kann so viel looten. Ich höre mir das übrigens alles nachher an. Oh, was gibt es noch? Datenblocks. Ultra gleitfähige Schwimmflossen. Helge! Ist das ein rundes Fenster? Ich will auch ein rundes Fenster. Wieso kann ich das nicht scannen? Fragen über Fragen. Oh, ich kann jetzt hier oben raus. Okay, ich kann jetzt hier in den, oh, hier will ich aber nicht rein. Hallo, ich will hier durch. Achso, da unten konnte ich nicht durch. Hier ist eigentlich wahrscheinlich mal eine Verbindung gewesen. Schade, dass das abgebrochen ist. Ich würde auch gerne in den Mehrzweckraum reinkommen. Da unten ist nämlich was drin gewesen, was mich interessiert hat. Aha, Höhlenkrabbler, ha? Das ist dein Tod! Das ist dein Tod! Ah! Alles klar. Ich habe keine... Oh, jetzt ist ein Fenster. Ich versuche gerade durch die Fenster reinzuspringen. Ich bin auch ein Genie. Wieso komme ich denn da jetzt nicht rein? Da ist... Also es gibt scheinbar keinen anderen Eingang, aber da unten ist ein PDA drin. Team? Ah, du bist tot, ha? Ja, sorry. Ich bin nicht voller Hass. Ich habe nur... nur gegen die Viecher, okay? Ich will in den Mehrzweckraum. Da ist auch noch ein Tablet. Lass mich da rein, aber da ist der Eingang mit den bösen Sachen. Bringt mir da die Schubkanone. Ich glaube, gegen die Sachen brachte auch die Schubkanone nichts. Ich kann es auch einfach so nehmen, ne? Ich kann es auch... Wait a sec. Ich gehe mal wieder. Scheibenkleister. Goddammit, das hätte ich aber wissen können. Oh, ich habe es nicht gesehen. Aber ja, jetzt haben wir es ja gesehen, jetzt ist alles gut. Okay, wir haben das hier einmal gelootet, was ja voll cool ist. Da oben ist noch eine Basis. Ah, auf geht's, das ist ja nice. Okay, wir kommen da nicht hoch. Auf dem Weg nach oben, auf dem weiten Umweg. Mengpflanze. Hell yeah. Auf dem weiten Weg nach oben, den wir erst finden müssen, können wir uns ja mal die neuen Nachrichten anhören. Habe ich recht? Oder habe ich recht? Oh, dieser Fisch, den wir irgendwann mal gescannt haben, der so grün geleuchtet hat, ist infiziert. Leuchtend grüne Blasen. Okay, das hätten wir uns denken können, dass der infiziert ist. Überlebende der Degassi. Das sind die, die wir jetzt heute gefunden haben. Sohn, ich sage, du solltest warten, bis der Sturm vorbei ist. Dein Leben ist mir mehr wert als dein Pflanzenmehl. Du hast keine Verantwortung mehr, seit das Schiff gesunken ist, auf dem du Captain warst. Ich gebe die Verantwortung ab, wenn du für dich selbst Verantwortung übernimmst. Ernsthaft? Boss, Boss. Was denn? Wissen Sie, wie wir 40 Tonnen Regenwasser aus diesem... Oh. Oh, 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 okay. Also da streiten sich die Leute, weil der eine sagt, ich muss Essen holen. Und der andere sagt, yo, draußen stürmt's. Und der andere sagt, yo, wie willst du Essen machen, ha? Huh? Wenn die kaputt sind, was machen wir dann? Okay, wir suchen den Weg nach oben in die andere Basis, die ich da oben gespottet habe. Wie ein Fuchs. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, ob es bergauf geht, ja? Irgendwo wird es bergauf gehen, ich bin mir da sicher. Ich finde es schön, dass es mittlerweile Tag geworden ist. Es sieht so hübsch aus, es ist unglaublich. Vor allem, wenn man die ganze Zeit Wasser gewohnt ist, vielleicht können wir da hinten hoch. Es sieht so wunderschön aus. Die ganzen tropischen Pflanzen und irgendwie diese Bäume, wo so Sachen runterhängen. Es ist voll schön. Ich weiß nicht, wo ich hier langlaufe. Da hinten ist Richtung Aurora. Alles klar. Ich laufe hier auch viel im Kreis, ne?
Aber ich habe das Gefühl, hier geht's nach oben. Also ich schlängel mich gerade hoch. Würde ich jetzt mal sagen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Da hinten ist der Aurora-Treffpunkt Trockenes Land. Wenn der Treffpunkt das einzige ist, was ich finde, dann gehe ich jetzt zum Treffpunkt. Alles klar. 3, 2, 1. Sprung in die Tiefe. Ja. Okay. Wir sind drin. Zurückgelassenes PDA. Treffpunkt Sprachaufzeichnung. Keen, hier spricht die Aurora. Komm. Hier, Keen. Rettungskapsel erfolgreich abgekoppelt. Aufschlag in 30 Sekunden. Der Computer hat eine Landmasse bei den übermittelten Koordinaten entdeckt. Ich möchte, dass sie die Besatzung dort versammeln. Okay, hat er versucht. Captain, Sie müssen von Bord. Negativ, Sie brauchen das Schiff in einem Stück, wenn Sie die Zentrale über die Langstrecke erreichen wollen. Ich versuche einen kontrollierten Sinkflug. Dann ist die Aurora explodiert. Alles klar. Jedenfalls, wir haben versucht, hier hinzugehen. Hier ist keiner. Ja, hier sind nur wir. Mal wieder. Schon wieder. Scheinbar sind einfach alle tot. Das ist schon schade. Das ist schon schade, ne? Ärgerlich. Alle gestorben, machst du nix. Ja, hier ist noch irgendein Passagier, der so halb... Ah ne, das ist die Rettungskapsel. Right. Okay, aber vielleicht ist das der Aufweg zu der anderen Basis. Okay, aber das ist gut, weil wenn wir dann nur ein PDA finden, heißt es, wir können noch ein bisschen erkunden. Auf der Insel. Weiter geht's. Okay, wir sind fast da. Da hinten ist noch eine Basis. Oh. Mein Gott. Okay, wir sind in. Versorgungskiste. Desinfiziertes Wasser. Dankeschön. Das habe ich gebraucht. Rom, nyom, nyom. Okay, wir haben nun den Observatoriumsraum. Observatorium wird gescannt. Warum singe ich eigentlich die ganze Zeit? Es tut mir sehr leid. Ich versuch's aufzuhören. Okay, Innenbeetkasten. Okay. Und das Treppchen habe ich da auch schon gespottet. Oh, das scheint zum Observatorium zu gehören. Farnpalme. Die sieht schön aus. Okay, die Observatoriumsraum. Gott, deutsche Sprache. Sieht wirklich fancy aus, wenn er jetzt nicht so... Laternenfrucht. Oh, man kann die Laternenfrüchte essen. Oh, wie cool. Oh, haben wir eine Laternenfrucht-Dingsprobe genommen? Ich weiß es nicht. Hier ist das PDA, was wir suchen. Von Bart Togals Aufzeichnung Brücke in die Tiefe. Okay, Bart und der Vater Paul, frage ich, waren, glaube ich, so die Buddies, die hier gewohnt haben. Ich glaube, das war so eine kleine Familie. Und das ist ein bisschen schade, dass wir jetzt hier nur die Überreste finden und gar nicht mehr die lebenden Leute. Das war das, was ich vorhin gesehen habe. Seht ihr, wie der Weg geht? Okay, wir müssen von da unten anfangen. Dann gehen wir da hoch und dann schlängeln wir uns rum. Oder ich bin einfach oben. Was finden wir denn hier oben? Hm? Finden wir neue Basisteile? Wir finden den Composite-Pflanzentopf. Aha. Chinesische Kartoffeln. Inventory voll. Kleine Marmormelone. Man kann scheinbar auch Obst und Gemüse drinne anbauen. Wir haben jetzt die Marmormelone gescannt. Wir haben hier noch ein PDA. Aha, aha, aha. Den Raum haben wir schon gescannt. Okay, hier macht man... Oh, hier kann man... Ich mache mir so ein kleines Büro mit Meeresblick. Das wird sicher schön. Ansonsten sieht es nicht aus, als ob es hier noch groß was geben würde. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich laufe hier natürlich einmal rum, um nichts zu verpassen, aber ich glaube, das hat eh rausgeguckt hinten. Ich glaube, da gab es nicht mehr wirklich was. Da unten die Basis haben wir uns schon angeschaut. Da hinten ist viel nichts. Beziehungsweise es hat einfach nicht gerendert. Ich würde noch mal einmal die Brücke ins viel nichts nehmen. Einfach nur... Obwohl, das ist wirklich einfach nur Wald. Habt ihr es gerade gesehen? Da ist einfach nur Wald. Dann würde ich tatsächlich sogar... Ah! Ah! Ich...
weiß nicht, warum ich hier so Offroad runtergehen muss. Es tut mir leid. Aber es ist so. Okay. Chinesische Kartoffel. Verrottend. Die sind noch gut. Die verrottet. Die verrottet. Können wir die noch... Können wir die anbauen, ist meine Frage. Oh, ich wollte dieses Baumding. Ich wollte... Oh, keine kleine Marmormelone. Mann, ich wollte eine Pflanzenprobe von den Dingern. Wisst ihr, was ich meine? Damit ich diesen Laternenbaum anpflanzen kann. Den fand ich schön. Ich dachte, ich habe mir da was abgeschnitten, aber das war wohl nichts. Wir gehen Richtung Seemotte, wenn wir auf dem Weg was finden. Ah! Oh, eine Melone. Hallo. Hallo. Oh nee, das ist meine, die ich abgeworfen habe. So viel dazu. Okay. Knollenbaum. Wir haben ein neues Stück Knollenbaum. Der ist auch noch nicht am Verrotten. Die verrotten übelst schnell, die Dinger, ha? Huh? Crazy. Okay, wir sind weiter auf dem Weg zur Seemotte. Falls ihr einen Laternenbaum seht, schreit. Aber könnt ihr nicht, weil ich das Spiel spiele. Hier sind noch mehr Beete. Okay, wisst ihr was? Hier sind Marmormelonen. Das sind verrottende Marmormelonen. Das heißt, die lassen wir mal fallen. Ah, die wollte mich runterschubsen. Wir sammeln die Marmormelone ein. Ja. Welcome aboard, Captain. Willkommen an Bord, Captain. Okay, wir können jetzt nicht zum Überreste des Passagiers. Aua. Wir können jetzt nicht schneller nach Hause fahren als auf diesem Weg, okay? Wir fahren straight zurück. Straight. Oh, es ist auch super nice, dass ich meine Seemotte jetzt einfach andocken kann und die lädt. Und vor allem, das Wichtigste, ich muss die nicht mehr draußen irgendwo rumstehen haben, weil das störte mich, okay? Es hat mich gestört. Hier. Jetzt verstehe ich auch, warum man das Ding hier nur so komisch platzieren konnte. Übrigens. Es macht jetzt endlich alles mehr Sinn. Okay, wir sind in. Jetzt läuft unsere Zeit. Oh, falsche Richtung. So. Freunde der Nacht, wir müssen das draußen anbauen, sage ich. Wo ist unser Konstruktionswerkzeug? Es ist hier. Den geht's allen noch... Oh, den geht's nicht gut, die sind verrottend. Wie viel schneller soll man denn hier hin? Frag ich dich. Frag ich mich. Man weiß es nicht. Titan, ich brauche Titan. Ich habe schon wieder keinen Titan. Ich habe noch Titan. Ich hatte noch Titan. Mich täuscht ihr nicht. Ich habe hier nämlich noch genug Titan. Mehr als genug, könnte man fast sagen. So. Und zwar baue ich jetzt hier einen Innenbeetkasten. Mist. Wo ist mein Außenbeetkasten? Außenelemente. Außenbeetkasten. Na komm. Da. Da kann er hin. Ist nicht schön, aber selten. Okay, jetzt bauen wir in den Außenbeetkasten. Nein, ich hab's gegessen. Kann ich den nicht da rein? Kann ich den nicht da rein tun? Hallo, Team! Team! Warum? Warum? Geht es nicht? Hallo? Blöde? Kann man die nicht... Das gibt's doch nicht. Warum habe ich denn jetzt nur die Früchte? Das sieht aus, als wären das nicht nur die Früchte. Alt. Immer noch alt. Ich will euch doch nur hier reinbringen. Bitte! Guck mal, das eine ist eine Pflanzenprobe. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das einfach nicht geht. Und da kommt jetzt eine chinesische Kartoffel. Jetzt geht's, guck! Da stimmt doch was nicht. Respectable. Dann bauen wir uns jetzt so einen Blubberraum, okay? Und zwar will ich den hier dran bauen. Wie machen wir den? Das geht hier. Dann wollen wir außen Basiselemente. Oh, wir können den Mehrzweckraum jetzt bauen. Wir wollen... Okay, emailliertes Glas kriegt man, soweit ich weiß, mit diesen Säbezahn-Dingern. Wir wollen hier den Mehrzweckraum hinbauen. Ja. Und dann machen wir hier, wenn da noch der Platz ist, das andere hin. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Titan. Wir suchen uns dieses Glas. Und dann zeige ich euch nächste Folge, wie es aussieht, beziehungsweise... wir können nächste Folge ein bisschen was anbauen. Wir haben jetzt immerhin eine Kartoffel schon mal. Besser als nichts, ha? Und genau. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir einen Kommentar. Und genau.
ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!